Liebe Leute, herzlich willkommen zu Draft Club und wir machen heute weiter mit dem nächsten kleinen, mit der nächsten Veranstaltung und dem, der heißt heute Hedge Cup. Leute, erreiche eine Platzierung in Top 3, erreiche eine Geschwindigkeit von mindestens 201 km/h, erreiche eine Platzierung in Top 3, erreiche von 345 oder weniger, alles klar. Ich glaube, das ist, denke ich mal, die Gesamttabelle. Das erste ist wahrscheinlich ein Rennen, in den Rennen. Und Top 3 der Meisterschaft und mindestens 20 Punkte. Naja, dann schauen wir mal, was wir heute auf die Reihe kriegen. Was haben wir denn als Auswahl? Wir haben den VW Beetle, den haben wir noch gar nicht gefahren. Das müssen wir den heute fahren. So. Na dann, schauen wir mal. Jo. Let's go. Was wir heute auf die Reihe bekommen. Runde 1 und 2, also das erste Rennen. Ja, oben sind die Rennen. Also dritter in einem Rennen und dann 201 km/h, das war Höchstgeschwindigkeit. Ja, Höchstgeschwindigkeit und dann die Top 3, glaube ich, in den Meisterschaften. Aber wie gesagt, das kriegen wir hin. Versuchen wir zumindest so weit wie möglich zu bekommen. Falsch umschlagen. Let's go. Deutsch gab das, was wir heute. In dieser Folge hat man heute nur ein so viel. Dass jetzt immer die Zeit drauf, dass Server down ist, klar. Aber es wäre auch ganz egal. Ich habe trotzdem Spaß, aber nachdem keine Sachen sind. Tja, läuft's ja. Kollege, bleibst mal bitte weg da. So, dann können wir hier vorne mit rechts kommen. Wir sind jetzt momentan der 6. von 8, also das ist nicht das, was ich mir gerade vorstelle, aber wie gesagt, wir gucken gerade mal, dass ich jemand schaue, dass ich den Video zu versenke. Einfach so. Das ist für den Bremskollege, das ist mir egal. Alter, das ist eine Menge, aber egal, wir haben passen. Shit. Weil er sich gerade auf den Sitzen hat, das ist egal! Gut, auf einmal schönes Rutschen gekommen, aber wir haben gefangen. Ja, das Auto vorbei an den Golf jetzt. Jawohl, und jetzt habe ich noch den Mini Cooper hier vor mir und dann bin ich schon wieder Erster. Ach, nicht. Ich dachte, ich kriege den jetzt aus, aber nein, das ist nicht der Fall. Ah, 188,7 ist die Höchstgeschwindigkeit bisher. Oh, du Sack, Alter. Dankeschön, dass du mir mich da komplett weggebremst hast gerade. Indem du dich vor mich gesetzt hast. Indem du mich das nicht vor sich gesetzt hat. Hey, hallo! Hey! Ist ja mal nicht der Fall. Oh, du hast mich gerade probiert, du hast mich kurz rausgebracht. Ich hab mehr geschafft. Und ihr werdet mich nicht so weggebremst hätte. Wenn die sich nicht vor mich gesetzt hätte, wäre es vorbei gewesen. Drängelt aber auch gerade ganz schön. Bitte da, Kollege. So. Wir sind momentan im Führender, Top 3 Platzierer, deswegen ist die Marke gerade gelb, also wir müssen zu 201 km/h schaffen. Wäre gut, wenn es jetzt ein bisschen bergab geht, dann könnte man es irgendwie schaffen. Wie gesagt, ich wäre ja schon fast gerade jetzt auch gehabt. Aber naja, ihr habt sie ja mitbekommen. Ich glaube nicht so bergab, wie ich das dachte. Ja, das ist gut. Doch jetzt. Jetzt haben wir sie.
Und jetzt haben wir sie. 212,4 war es, glaube ich, als sie mal zur Geschwindigkeit hatten. Hat doch auf den letzten Meter noch geklappt. Also, jetzt kommen sie alle nach und nach. Laura Walker, ja, das ist die, die mich eben ziemlich böse mitgenommen hat, aber hat funktioniert. Wir haben es geholt. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Die ersten 15 Punkte gehen zumindest mal auf unser Konto. Somit haben wir die ersten Sterne. Weiter geht's, zweiter Teil. So. Was ist das zweite Rennen? Ich glaube, das ist das erste oder das zweite Rennen, ja. So, was haben wir denn jetzt? Haben wir das ganze Ding jetzt nochmal rückwärts, oder was? So. Ich glaube, wir haben das zweite Ding, das Ding jetzt quasi mal wieder rückwärts. Einer drückt sich immer noch durch, ne? So, also diesmal eine Top-3-Platzierung, das ist, glaube ich, das Standard. Und das zweite ist eine Zeit. Die ab 3,45. Ich habe gerade mal ganz kurz Box gemacht, das interessiert mich nicht, weil mein Auto. Ich wollte jetzt gerade, das ist egal. Oh, Alter! Was denn? Wenn ich versuchst, da in die Lücke reinzugehen und der den letzten Moment nicht bremst, vor dich. Nee, das ist, glaube ich, nicht ganz die. Ich glaube. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber ich glaube schon, dass das die Zeit, glaube ich, nicht besser machen. Ich glaube, ich wieder was fies. Steht aber ekelhaft, wie es gerade in diesem Kurvenabschnitt. Jetzt bist du gerade noch auf die Straße konzentrieren. Hupala, Boden bitte! Ich denke mal schon, dass das relativ gut absolviert. Ja, aber die Sonne steht trotzdem gut gelacht. Entweder du gehst komplett auf oder komplett unter. Das ist aber nicht. Das ist nämlich gleich null. Da ist eine Ecke gewesen. Die war nicht so gut. Weiter, aber jetzt würde ich jetzt eigentlich schon mit einem Hunger den Sieg hier wegnehmen lassen in dieser Aktion, aber jetzt muss ich gerade gucken, dass ich wieder Wind schaffe. Da kann man in diesen Golfplatz hier, ne? Jetzt wieder geraden an ihm. Kurve oder kurz vor der Kurve, dann haben wir so einen schon Blick. Das ist wegen, ja, sag ja, ein kleiner Fehler, das könnte das Ding durchaus entscheiden. Und das möchte ich eigentlich gerne vermeiden. Das, damit haben wir das Ding schon mal entschieden. Zeit passt ab. Und jetzt ist es gut. Jetzt klingt es dramatisch. Komm, war mit dem Scheiß. Und nochmal enger, der ist schöne Windschatten rangeflogen. Das sind wir jetzt ganz nett nochmal, aber hat gereicht. Die Zeit haben wir ohne Probleme geholt, die 3,43, die er uns angeboten hat. Die haben sogar die ersten vier ohne Probleme geschafft. Supi, sehr gut. Haben wir es geschafft. Wir holen die volle Punktzahl. Ja, das wäre nämlich. Ja, dann wäre es nämlich knapp geworden. Dann hätten wir nämlich punktgleich gehabt. Und ich glaube, dann weiß ich nicht, wer gewertet hätte. Deswegen bin ich auch ziemlich froh, dass ich das gegen Mond habe. Aufgabe ist abgeschlossen. Und damit haben wir alle 6 Sterne in diesem Hot Hitch Cup. Cool.
Aber 15 Veranstaltungen. Sehr schön. Es gibt jetzt noch ein paar Punkte. Oder noch 21 Minuten mit 2. Kommt der Wolfgang, wir sind zwar noch 12 Kilometer. Juhu! Und eine Trophäe. Die sieht ihr, glaube ich, nicht. Doch eine Trophäe. Ein Maserati Gran Turismo. Und ein Renault Clio RS. Cool. Zwei neue Autos. Und jetzt heißt es 5 und mehr. Ich denke mal, es ist wegen den Autos. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir weiter mit der VWCT und der Mona Rallye. Und dann geht es in der nächsten Folge dann mit dem Volkswagen Series weiter. Also so ein bisschen. Oh, die Rookie Trophy. Ja, die fahren wir auf jeden Fall auch noch in einer Folge. Okay, mal, geht das an? So ein bisschen. Warte mal. Das in der nächsten Folge. Danach die Folge. Dann das. Ja, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir sagen, wir machen eine Folge mit drei Dingern. Weil die drei Sachen zusammen, ich meine, es geht relativ schnell. Und die Rookie Trophy werde ich mich an der Folge machen, da muss ich nicht irgendwas zusammenschneiden. Na gut, wieder mal zwei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der VWCT. VWCT. Bis dann. Tschüss.